Hamburg, Dienstleistungsmetropole, Industrie- und Handelszentrum. Viele Hamburger Unternehmen sind zu Partnern von Hamburg 1 geworden. Mit ihrer Hilfe können wir Business TV realisieren. Diese Hamburger Unternehmen nutzen Hamburg 1 zur Imagewerbung und zur Kommunikation mit den Bürgern unserer Stadt. Business TV heißt wirtschaftliche Unterstützung, inhaltliche Zusammenarbeit. Die Asklepios Kliniken Hamburg sind unser Partner. Gesundheitsmetropole Hamburg ist Business TV. Hallo und ganz herzlich willkommen zur Gesundheitsmetropole Hamburg, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Heute nochmals zum Thema Epilepsie. Schon in der vergangenen Woche haben wir Sie ja über diese Erkrankung aufgeklärt, für die übrigens eine Funktionsstörung unseres Gehirns verantwortlich ist. Heute möchten wir die wichtigsten Fakten rund um die Epilepsie noch ein bisschen für Sie vertiefen und das wie immer mit Hilfe von zwei Experten, die ich Ihnen natürlich auch gleich vorstellen werde. Zuerst begeben wir uns aber noch für einen kurzen Film in die Asklepios Klinik Nordheidberg, denn dort werden Kinder mit Epilepsie versorgt. In den letzten 3 Jahren hatte Leonie 3 epileptische Anfälle. Jedes halbe Jahr geht die 15-Jährige nun zur Kontrolluntersuchung. Per EEG werden bei verschiedenen Testverfahren ihre Hirnströme gemessen. 21 Elektroden werden dabei an der Kopfhaut angebracht. Die Kontaktstellen werden zudem mit einer Bimssteinpaste leicht angeraut. Bei Leonie sind die EEG-Veränderungen besonders deutlich beim sogenannten Flickerlicht-Test zu erkennen. Sie ist eine von den sogenannten photosensiblen Epilepsien, wo man wirklich vermeiden muss, dass man so ein Flickerlicht, also die darf zum Beispiel nicht in eine Disco gehen und mit diesem Flickerlicht, das kann tödlich sein, nicht im wahrsten Sinne, sondern sie kann einen Anfall darunter bekommen. Eine Funktionsstörung im Gehirn ist dafür verantwortlich, dass der Betroffene plötzlich seine Muskeln nicht mehr unter Kontrolle hat und sogar ohnmächtig werden kann. Wie häufig Epilepsie bei Kindern auftritt, ist vielen Leuten gar nicht bewusst. Wenn man das bei Kindern betrachtet, dann ist es ungefähr so, dass 0,5% aller Kinder irgendwann in ihrem Leben einen großen Anfall bekommen. Und zwar nicht ein Fieberkrampf, sondern einen Anfall ohne Fieber, der also auf eine Epilepsie hindeutet. Zweimal täglich nimmt Leonie heute Antiepileptika. Beim Fechten, ihrer Lieblingssportart, fällt es ihr aber zum Glück leicht, auch mal den Kopf frei zu bekommen. Ich begrüße jetzt ganz herzlich hier bei mir im Studio Professor Peter Paul Urban, Chefarzt der Neurologie in der Asklepios Klinik Barmbek, und ebenso herzlich willkommen an Professor Joachim Röther, den Chefarzt der Neurologie in der Asklepios Klinik Altona. Danke, dass Sie beide gekommen sind. Herr Professor Urban, wir haben eben einen Beitrag gesehen über Kinder mit Epilepsie, aber diese Erkrankung, die gibt es ja wirklich in allen Altersklassen. Wie verbreitet ist Epilepsie denn bei uns eigentlich? Epilepsie ist eine sehr häufige Erkrankung und dazu muss man wissen, dass jedes Gehirn, also auch jedes gesunde Gehirn, grundsätzlich in der Lage ist, epileptische Anfälle auszubilden. Mhm. Das hängt damit zusammen, dass das Gehirn aus zig Milliarden Nervenzellen besteht, die relativ asynchron normalerweise aktiv sind und im Falle einer krankhaften Synchronisierung von Zellverbänden kommt es dann zum Ausbilden von einzelnen epileptischen Anfällen. Mhm. Insofern sind Epilepsien was Häufiges. 5% aller Menschen haben einmal im Laufe ihres Lebens einen epileptischen Anfall. Eine Epilepsie, von der dann gesprochen wird, wenn mindestens 2 Anfälle auftreten, sind etwas seltener. 0,5 bis 1% aller Menschen haben dies. Und es gibt 2 Altersmaxima, einmal das Kindes- und Jugendalter und dann, was wir als Erwachsenenneurologen häufiger sehen, sind sogenannte Altersepilepsien. Wie sieht es denn eigentlich mit den Symptomen der Epilepsie aus? Ist das immer der uns allen bekannte epileptische Anfall oder kann es auch sein, dass die Symptome ein bisschen subtiler und leichter sind? Sie haben vollkommen recht, der große epileptische Anfall, der Grand-Mal-Anfall, das ist das, was viele schon mal gesehen haben auf der Straße. Übrigens auch im Neuen Testament schon beschrieben. Und das ist eben die Situation, dass der Mensch, der einen Anfall erleidet, hinstürzt, dass er Schaum vom Mund hat, mit Armen und Beinen zuckt. Was weniger bekannt ist, sind sogenannte Absorzen, also kurze Geistesabwesenheiten, die auch schon bei Kindern und Jugendlichen auftreten können, in der Schule dann auch zu Lernproblemen führen können. Und ein weiteres häufiges Krampfgeschehen sind solche sogenannte Temporallappenanfälle,
wo Patienten auch geistig abwesend sind, in ihrer Tätigkeit fortfahren, sodass Umstehende es oftmals gar nicht unbedingt so merken. Wie sieht es denn mit der Diagnostik aus? Was haben Sie heute für technische Möglichkeiten, die Krankheit wirklich dingfest zu machen? Also die Basis der Diagnostik stellt immer zunächst nochmal das Gespräch mit dem Patienten dar. Nur die Patienten haben meistens eine Erinnerungslücke für den Anfall. Insofern ist man da ganz besonders auf fremdanamnestische Angaben angewiesen. Das heißt Berichte von Augenzeugen, von Angehörigen, die einen solchen Anfall beobachtet haben. Also da geht es wirklich auch um Details. Und wenn jetzt keiner dabei gewesen ist und das zum Beispiel nächtlich passiert ist, dann ist man auf weitere apparative Untersuchungsmethoden angewiesen. Das kann zum Beispiel ein EEG sein, das heißt ein Elektroenzephalogramm. Das ist eine Ableitung von Hirnströmen an der Hirnoberfläche mit Oberflächenelektroden. Wichtig ist auch eine bildgebende Diagnostik, zum Beispiel ein Kernspintomogramm, um mögliche Ursachen wie ein Schlaganfall, ein Hirntumor oder andere Dinge zu belegen oder auszuschließen. Und dann die Behandlung. Was können Sie da machen? Nun, wir haben heute sehr gute Möglichkeiten mit Antiepileptika, also mit Medikamenten, die solche Anfälle verhindern, doch viele epileptische Anfälle eben ganz gut in den Griff zu bekommen. Was diese Medikamente tun, ist, dass sie an der Nervenzellmembran ansetzen und an den Kanälen der Nervenzellen eben verhindern, dass es zu solch einer abnormen Synchronisierung, also ein gleichzeitiges Feuern von Nervenzellen kommt. Und da haben wir gerade in den letzten 10, 15 Jahren eine ganze Reihe von neuen Entwicklungen erhalten, die uns insgesamt ein gutes Instrumentarium in die Hand geben, mit dem wir eben viele Epilepsien doch sehr erfolgreich auch behandeln können. Liebe Zuschauer, Herr Professor Urban hat es eben schon kurz erwähnt, die Epilepsie, die entsteht nicht immer sozusagen aus dem Nichts. Manchmal lösen auch ganz andere Erkrankungen einen epileptischen Anfall aus. Es kann zum Beispiel passieren, dass ein Patient mit einem Krampfanfall ins Krankenhaus kommt und die Ärzte dann mit Hilfe bildgebender Verfahren die eigentliche Ursache der Epilepsie entdecken. Und zwar deswegen, weil sie einfach auf den Aufnahmen gut und deutlich sichtbar ist. Das ist dann zum Beispiel ein Hirntumor oder auch ein Schlaganfall. Und mehr zu Ursachen und entsprechender Therapie zeigen wir Ihnen jetzt. Mithilfe moderner Bildgebungsverfahren wie der Kernspintomographie lassen sich viele Ursachen schnell erkennen. So werden bei Epilepsiepatienten nicht selten auch Hirntumore bei der Untersuchung entdeckt. Also gerade bei jemandem so in mittlerer Altersgruppe, so zwischen dem 30. und dem 60. Lebensjahr, wenn bei so einem Menschen, der bislang gesund war, ein erster epileptischer Anfall auftritt, muss man immer auch an einen Hirntumor denken und dann eine entsprechende Diagnostik veranlassen. Oftmals diagnostizieren Ärzte Epilepsie als Folgeerkrankung. So geht man zum Beispiel davon aus, dass rund 30% der Patienten, die einen Schlaganfall erlitten haben, später auch einen epileptischen Anfall bekommen. Es gibt Menschen, die bereits nach 2-3 Wochen erstmals einen epileptischen Anfall bekommen, andere erst nach einem oder sogar nach 2 Jahren. Und eine große Gruppe bekommt niemals einen epileptischen Anfall. Es ist nicht vorherzusehen. Die Altersepilepsie ist eine in den letzten Jahren zunehmende Entwicklung. Immer häufiger leiden ältere Menschen an Epilepsie. Die Ursachen dafür sind vielfältig, führen jedoch oftmals zu einer schwierigen Behandlungssituation. Wenn Sie zum Beispiel den besagten Hirntumor oder einen Schlaganfall als Ursache für den epileptischen Anfall ausgemacht haben, wie geht es denn dann in der Behandlung weiter? Dann ist ja mit Sicherheit noch einiges obendrauf, was bewältigt werden muss. Wenn solch ein Anfall zum Beispiel auf dem Boden eines Hirntumors auftritt, dann ist das erste Ziel natürlich zunächst, den Patienten anfallsfrei zu bekommen. Das heißt, man würde sofort mit Medikamenten beginnen, die neue Anfälle unterdrücken sollen. Dann ist natürlich als nächster Schritt erforderlich, dass man schaut, ist das ein behandelbarer Hirntumor, kann man den Tumor operativ entfernen. Da weiß man, dass die operative Entfernung oftmals auch das Risiko neuer Anfälle senkt. Wenn ein Schlaganfall Ursache eines epileptischen Anfalls ist, dann steht natürlich auch im Vordergrund zu schauen, was ist die Ursache dieses Schlaganfalls und neben der Unterdrückung neuer Anfälle auch das Auftreten weiterer Schlaganfälle zu verhindern. Und da gibt es dann bestimmt auch eine gute interdisziplinäre Zusammenarbeit mit den Kollegen, dass man sich gegenseitig bespricht. Ne? Genau, das ist natürlich ganz wichtig, dass man dort mit den Neurochirurgen insbesondere, was die Tumoren anbelangt, mit den Neuroradiologen, das sind die Experten für die Schnittbildgebung des Gehirns, und gegebenenfalls auch mit den Kardiologen, wenn es um den Schlaganfall geht, dass man dort eng zusammenarbeitet. Und das ist in den Häusern
gut gegeben. Wie sieht es denn aus mit den Antiepileptika? Wenn ein Patient einmal gut eingestellt ist, anfallsfrei ist, muss er denn sein Leben lang die Medikamente nehmen? Also ist das dann der letzte Schritt? Oder kann man unter bestimmten Umständen die Medikamente reduzieren oder womöglich absetzen sogar? Ja. Also wenn ein Patient, also es hängt, muss man sagen, sehr von der Ursache der Epilepsie ab. Also wenn zum Beispiel ein Hirntumor vorliegt oder eine strukturelle Schädigung, zum Beispiel nach einem Schlaganfall, dann wissen wir, dass das Wiederholungsrisiko sehr hoch ist. Und wenn der Patient unter einer eingeleiteten medikamentösen Therapie anfallsfrei ist und die Medikamente gut verträgt, ist man gut beraten, die Medikation auf Dauer fortzuführen. Mhm. Wenn keine strukturelle Ursache vorliegt, dann kann man auch wiederum abhängig von der Epilepsieform schon nach mehreren Jahren eine ganz langsame Dosisreduktion und einen Absetzversuch machen, der allerdings immer begleitet werden sollte von einem erfahrenen Neurologen. Wie sieht es mit Kontrollgängen aus zu Ihnen, zum Arzt? Wie häufig sollte sowas sein und was wird dabei gecheckt? Das hängt ein bisschen davon ab, was die Ursache des epileptischen Anfalls ist und ob der Patient anfallsfrei ist. Am Anfang, wenn die Anfälle das erste Mal aufgetreten sind, ist es sicherlich sinnvoll, dass der Patient von einem in der Epileptologie erfahrenen Neurologen ambulant betreut wird und dass der Patient dort auch in regelmäßigen Abständen, mindestens einmal im Quartal, dann auch sich vorstellt und Probleme bespricht mit der Medikamenteneinnahme, dass gegebenenfalls auch mal eine EEG-Kontrolle erfolgt. Wenn es dann so sein sollte, dass der Patient anfallsfrei ist, die Medikamente gut verträgt, und dann kann man diese Abstände sicherlich auch etwas lockern. Was ist denn das Therapieziel, meine Herren? Ein uneingeschränktes, anfallsfreies Leben? Ja, Wunschziel ist selbstverständlich vollständige Anfallsfreiheit bei optimaler Verträglichkeit der Medikation. Mhm. Das lässt sich auch bei sehr vielen Patienten in der Tat durch eine kluge Auswahl der Medikation und Zusammenstellung auch in Kombination von Medikamenten erreichen, aber leider nicht bei allen Patienten. Mhm. Bei einigen Patienten wird man sich begnügen müssen mit einer Reduktion der Anfallszahl. Da kann zum Beispiel ein Therapieziel sein, wie der Erlangung der Berufsfähigkeit. Das muss dann von ganz individuellen Faktoren auch mit bestimmt werden. Vielen herzlichen Dank. Wir sind leider schon am Ende der Sendung angekommen, aber danke schön, Herr Professor Obern, Herr Professor Röther, dass Sie heute da waren. Bitte schön, gerne. Bitte sehr. Liebe Zuschauer, das war sie schon wieder, die Gesundheitsmetropole Hamburg für heute. Wie immer können Sie sich mit allen weiteren Fragen rund um die Epilepsie gern an die nun dunkelgrün eingeblendeten Asklepios-Kliniken wenden oder auch ganz bequem unser Infotelefon unter der ebenfalls eingeblendeten Nummer anrufen. Kommende Woche geht es bei uns übrigens um Essstörungen. Wir melden uns dann mit Reportagen zu Bulimie und Anorexie aus der Asklepios-Klinik Nord-Ochsenzoll und auch aus dem Asklepios-West-Klinik um Hamburg in Rissen. Und ich würde mich wie immer sehr freuen, wenn ich nicht alleine dahin müsste, sondern wenn Sie mit dabei wären. Bis dahin alles Gute und tschüss.